Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Until Dawn. Und höchstwahrscheinlich, natürlich, jetzt wird die Identität gelüftet, wer der Psychokiller ist. Ihr könnt nochmal die letzten Wetten abschließen. Was geht los? Es war so klar. Ich hab's gesagt, Leute. Ich hab's gesagt von Anfang an. Das Motiv wird er euch auch gleich erzählen. Oh Leute, ich bin so aufgekratzt gerade. Ja, gerade nur die letzte Folge beendet mit dem üblen Cliffhanger. Naja, Dislikes bin ich ja gewohnt. Und Beleidigungen bin ich auch gewohnt. Oh, das habe ich verkackt. Das tut mir leid. Irgendwie so langsam kriege ich, wenn sie jetzt überlebt hat, wa? Sie hat jetzt überlebt. Will er die denn wirklich töten oder will er denen nur zeigen, was die falsch gemacht haben? Das ist ja jetzt die Frage. Warum ist er klar? Warum ist klar? Obwohl es ist nicht so klar. Er war ja in Behandlung, der Typ. Ja, beobachte das doch noch weiter. Ja, hast du verdient. Okay. Leute, 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 Leute. Ich bin echt immer noch. Ich fand das so geil, Mann. Das waren 600 Mäuse. Ja, das klappt nicht. Das war mein Lieblingsteil. Ich bin so gewillt, dich sterben zu lassen, mal, Leute. Okay. Sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus. Ja, ja, das war echt mein geilster Cliff. Ich feiere mich gerade selber, ich finde es super. Also, wie gesagt, ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der Josh als Verdächtigen hatte, oder? Warum? Wegen seinen Schwestern. Aber dass wir das erfahren haben, dass er auch in Behandlung war, das könnte vielleicht ihn dazu treiben, dass er das überhaupt macht. Ich meine, jetzt versetzen wir uns mal als normaler, also in Anführungsstrichen normaler Mensch, in die Situation von Josh. Freunde, in Anführungsstrichen, weil es war keine Freundesaktion, es war eine Spastenaktion von dem, spielen deiner Schwester einen Streich, so einen auch noch. Normalerweise müsstest du als Bruder den allen auf die Fresse hauen dafür. Und die sterben, weil die verfolgt werden und so weiter. Das ist sowieso ein krankes Konstrukt hier. Würdest du trotzdem so eine Psycho-Show abziehen? Nein, da musst du schon einen ziemlichen Knacks haben. Zudem glaube ich, dass er nicht die einzige Person ist, die hier irgendeinen Stress macht. Er ist nicht der Einzige, da ist noch mehr los. Wer war das mit dem Flammenwerfer überhaupt? Wer hat das überhaupt den Streich aufgenommen? Das fragt man sich ja auch. Wer hat den Streich aufgenommen? Schon damals. Wer ist der Typ, der die Schwestern verfolgt hat? Ist es der Typ, der hier das Ganze abfackeln wollte? Wer ist vor hier dieser, wie heißt sie nochmal, die Bitch hier? Keine Ahnung. Emily und Mike vor denen in der Mine gelaufen? Was ist mit dem Geist? Es sind so viele Sachen hier, die noch offen sind, sage ich euch. So wie es ist. Es ist immer noch spannend, das ist krass. Und ich hab's immer wieder gesagt, die Stimme kommt mir bekannt vor, die Stimme kommt mir bekannt vor. Oh, ich bin so ein geiler Typ einfach. Nee, Spaß, aber ich find's super. Ey, es ist super. Es ist ein geiles Spiel. Und da kann ich nur sagen, nächstes Jahr, das habe ich ja auch schon erzählt, nächstes Jahr, ich glaube Ende Januar war das wirklich, kommt ja die Quantic Dream Collection raus für die PlayStation 4, weil das ist ja Sonys Ding, das muss man ja auch mal erwähnen, dass Sony gerne sämtliche Spiele, die sie haben, recyceln.
Ja. Gut, ist okay, das sind coole Spiele, die werde ich mir auf jeden Fall nochmal besorgen. Oder ich krieg's vielleicht auch wie diese Spiele von Sony, wäre super. Aber ich hoffe doch, dass Quantic Dream dann vielleicht Ende nächsten Jahres oder zu E3 zumindest mal ihr neues Spiel ankündigen. Das wäre nämlich sehr schön. Warte doch mal, ich will da noch nicht raus, ich will da noch die Sachen untersuchen. Die läuft einfach wie eine... So, ja, tut mir leid, ich gehe jetzt nochmal zurück. Aber eigentlich ist es ja auch nur hier der Weg, den wir schon gegangen sind, wa? Mit Mike und Dinges. Mit ihr. Beim ersten Mal. Oh, sieh mal an. Auf der Rückseite die Sprengtruppe, vorbereitet zum Sprengen der neuen Schächte. Ja, ich sag nichts mehr. Ja, so sieht's nämlich aus. Nochmal zurückgehen, um alles nochmal abzuchecken. Sicher, sicher. So. Okay. Soll ich nochmal ein bisschen weiter hochgehen? Ja, klar. Ich glaube, hier ist nichts. Aber was sind das eigentlich für Geräusche? Das hört sich an, als wenn hier irgendwie Vampire warten oder so, um mich abzustechen. Wo ist Matt eigentlich? Wo ist Matt? Warum ruft sie eigentlich nicht nach dem? Die müsste eigentlich. Irgendwo muss er noch da oben noch gewesen sein. Aber das ist sowieso die Frage, die man sich am häufigsten stellt, oder? Warum eigentlich? Warum eigentlich nicht? Stechuhr. In Out 36 steht da? So wussten die Minenaufseher, wie viele Männer in der Mine waren. Die Karten im Einbereich fehlen. Die Karten wurden entfernt und im Safe des Sanatoriums eingeschlossen. Aber da steht 36. Bist du's, Flammenwerfer Johnny? Was ist hier hinten? Da ist noch eine Leiter. Jetzt bin ich schon wieder... Oh, jetzt komme ich schon wieder in... Ich muss alles untersuchen. Ich muss es tun. Wo gehe ich als erstes hin? Hier geht's ja auch noch lang. Ach du Scheiße, Mann. Da geht's ja auch noch lang. Leute, wo soll ich lang gehen? Da geht's raus vielleicht? Da oben war der Schalter, da kommen wir wahrscheinlich über die Leiter ran. Dann checke ich nochmal die Tür. Vielleicht ist die auch einfach verschlossen, weil dann würden wir ja auch locker rauskommen. Wahrscheinlich ist die verschlossen, oder? Okay. So, einfach einen Weg nach dem anderen ausschließen. Wie bisher auch.
muss auch sagen, bisher hat es echt auch einen coolen Umfang. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon zocken, aber gefühlt ist es echt nicht schlecht hier. Verdammt, der kaputte Aufzug ist der einzige Weg hier raus. Dieser Teil der Mine ist kürzlich eingebrochen. Oh, endlich mal wieder ein Toten. Oh, nett, das gefällt uns. Oder, Leute? Guck mal, Tod haben wir auch fast voll. Großvater konnte ihn nicht besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie wieder erweckte. Es waren Dutzende Männer, ohne Essen, ohne Licht. Und in der Dunkelheit kam der Hunger. Sie waren besessen von ihren abscheulichen Gelüsten und wurden wahnsinnig. Mörder, Kannibalen. Sie aßen Menschenfleisch. Und vielen Jagden. Acht, vor einem Jahr. Da hatte ich ihn endlich im Visier. Aber ich konnte die Mädchen nicht. Zum Teufel hat das aufgenommen. Wer beobachtet uns schon die ganze Zeit? Das kann nicht mehr. Ja, das war so klar. Das kann nicht nur Josh sein. Das kann nicht nur Josh sein, der hier Action macht. Na, die kann ja doch mal was alleine. Oh, schräg. Wirklich schräg. Ist das eine Gasmaske? Eine Maske, oder? Liebster Billy, komm schnell sicher nach Hause, von deiner liebenden Frau und deiner Tochter, Agnes und Louise. Billy. Hatten wir bisher einen Billy? Irgendwo? Billy, warte mal.
weiß es gerade nicht. Ich weiß nicht, irgendwie kommt mir Billy nicht bekannt vor, als hätten wir den, dass wir den schon mal gelesen haben. Verteidigt sich gerade jemand? Verteidigt er sich mit dem Flammenwerfer gerade gegen irgendwelche Viecher? So hört sich das gerade an. Ja, spring, ich drück doch schon. Spring einfach. Wenn ich es nicht backe, bist du halt tot, ist doch scheißegal. Und trotzdem spiele ich so, dass sie überlebt, weißt du? Gleich kommt was. Okay. Hätte mich jetzt zumindest nicht überrascht. Ist voll leise der Ton auch irgendwie. Dreh doch mal das Handy, hallo? Komm schon, verfluchte Scheiße! Was geht denn hier mit Flammenwerfer Johnny ab die ganze Zeit? Was ist mit dem los, Alter? Oh mein Gott, endlich funktioniert mal was. Was haben wir hier noch? Noch ein Totem. Was war das denn jetzt? Oh, guck mal, hier fehlen uns noch so viele. Habe ich echt viele übersehen? Mensch, ich gebe mir noch voll Mühe, hier möglichst alles einzusammeln. Großvater konnte ihn nicht besiegen. Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen, bis ein Einsturz sie wiedererweckte. Es waren Dutzende Männer, ohne Essen, ohne Licht. Und in der Dunkelheit kam der Hunger.
Sie waren besessen von ihren abscheulichen Gelüsten und wurden wahnsinnig. Mörder. Kannibalen. Sie aßen Menschenfleisch. Was hat er gerade gesagt? Großvater versuchte, ihn zu besiegen? Oder sowas ähnliches? Was hat er gesagt? Irgendwie so, ja? Na gut, Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich dann hier das Ganze mal. Wir machen gerne beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, der Abschnitt ist ein bisschen ruhiger gerade mit der. Aber, ja. Ich bin gespannt. Wie es weitergeht. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir hören uns. Haut rein. Tschüss.